Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde. Mein Name ist Max Schmerz. Meine Frau und mein Kind sind tot. Und ich habe Schmerzen ganz tief im Herzen. So, Freunde. Wir versuchen jetzt nochmal unser Glück, hier rauszukommen. So, genau. Da müssen wir rein. Letzte Folge haben wir von Projekt Valhalla erfahren. So, und jetzt bin ich wieder hier drin. Okay, aber ich kann durchs Glas durchschießen, aber dann... Ach, jetzt geht's oder was? Hatte ich das nicht letzte Folge auch probiert? Schnell, schnell, schnell. Oh. Yo. Yo, wie cool sind wir denn, Freunde? Wie cool sind wir denn? Du setzt ein Puzzle zusammen und das endgültige Bild zeigt dich beim Lösen desselben Puzzles. Nice. Ein verrückter Killer mit grünen Augen steht hinter dir, eine Wirklichkeit gewordene Großstadtlegende. Die Testpersonen des Projekts Valhalla waren die verrückten Junkies, die meine Familie getötet hatten. Der Rest war einfache Mathematik. Alles führte zu ihr. Miss Valkyr. Die Fabrik ging hinter mir in einem blühenden Inferno in die Luft. Alle meine Beweise waren tot, verwandelt in Rauch und Asche. Ich hatte die Orientierung verloren. Seit Millionen Jahren hatte ich nicht mehr geschlafen. Verdammt. Gut, jetzt ist alles vernichtet an Beweisen. Was machen wir jetzt? Wir werden gesucht, wir werden gejagt. Staatsfeind und so. Was jetzt? Ich fühlte mich dünn wie der Tod. Ich hatte mich von einem endlosen Vorrat wochenalter Donuts ernährt. Sie waren der Treibstoff für das verrückte Höllenfeuer in meinem Kopf. Seit ich unter die Totengräber gegangen war, konnte ich mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal die Sonne gesehen hatte. Mit der Dunkelheit verwandelte sich New York City in etwas Dunkles, anders als in den alten Songs von Sinatra. Böse Dinge geschahen in der Nacht in den Straßen dieser anderen Stadt. Noir York City. Ich saß in einem 24-Stunden-Diner und trank literweise übel schmeckenden Kaffee. Eine neue Nachricht von BB brachte mich wieder auf die Spur des Killers. Was zum Teufel ist in der Roscoe Street passiert? Maxi, ich bin in einer üblen Lage. Wir müssen Roscoe Street. Heute Nacht 2.30 Uhr im Choir Communications Parkhaus. Je mehr ich über den Mord an Alex und über den Verrat nachdachte, desto mehr sah es nach der Arbeit eines Insiders aus. BB hatte mich verkauft und jetzt wollte er beenden, was er begonnen hatte. Die Garage war menschenleer. BB trug einen maßgeschneiderten Anzug, eine goldene Uhr und passende Manschettenknöpfe. Alles viel zu teuer für einen Cop. Maxi! Dieser unverbindliche Bastard. Er war so schuldig wie die Hölle. Wofür zum Teufel steht BB eigentlich? Betrügerischer Bastard? Komm, hör schon auf, rauch eine Zigarre. Ich rauche nicht. Maxi, du hast ja keine Ahnung, wie groß die Sache ist. Sie ist riesig. Aha. Ich denke schon. Du bist ein mieser, bestechlicher Cop, der seinen Partner verraten hat. Die Gangster in der Subway waren ein Geschenk, schwer zu verfehlen. Ich wette, mit Alex war es genauso. Auge in Auge. Das hier kannst du nicht gewinnen, Max. Nein, aber ich kann dafür sorgen, dass es auch niemand von euch tut. Es stellte sich heraus, dass BB nur ein weiterer Strohmann war. Verdammt. Alter, die Textur. Los. Verdammter Baby! Ein mieser Cop, der absahnen wollte. Ein Feigling, der sich aus dem Staub machte und die Drecksarbeit von seinen Gorillas erledigen ließ. Oh, damn! Es geht ja schon super los. Und ich hab... Ja, voll... Ich bin voll am Arsch. BB steckt also dahinter.
Und ich glaube, Bibi hat auch Alex erschossen, ne? War das nicht er, der da die Treppe runterkam? Oh, jo. Lass mal speichern. Okay, die Boys haben wir erwischt. Mann, hier muss doch irgendwo Schmerzmittel geben. Hallo? Die Leitung war tot. Wie meine Seele. Ich find's immer noch so geil, wie poetisch der Max, unser Max, hier alles kommentiert. Da ist doch bestimmt gleich noch jemand. Hier? Ja. Ja. Schmerzmittel! Okay. Schnell das Schmerzmittel holen. Ja. Speichern. Let's go. Freunde, ich muss euch sagen, ich finde das Spiel so geil. Ich weiß, ich habe es schon oft gesagt jetzt in dem Let's Play, aber ich kann es nur immer wieder sagen, wie geil ist dieses Spiel einfach, wenn man bedenkt, wie alt es ist. Freunde, heute machen wir uns lustig über solche Texturen, ne? Oder hier über sowas, aufgemalte Fensterscheiben, aber 2001, da kam, glaube ich, Gothic auch raus, ne? Das sind ja auch die gleichen Synchronsprecher. Ey, Explosionen, Humor ist da, ich bin Fan, Freunde, ich bin Fan. Und ich bin auch Fan von Schmerzmittel, von Tic-Tacs. Die halten nämlich den Atem frisch. Und das Herzall. Denn im Herzall habe ich Schmerzall. So, weiter geht's. Was zur Hölle? Es ist Max Schmerz. Oh, noch erwischt. Geil. Damn, son. BB meint es ernst. Nein. Alter, ich hasse dieses Geräusch, dieses Ding, Ding, Ding. Erwischt. Speichern. ...2001, Freunde. Haben wir hier eigentlich einen Granatwerfer oder was?
Nicht, dass Mutti erzähle. Oh, oh ja. Oh, ja. Ja. Tatsache. Ich hab nicht... Doch, ich hab gespeichert. Das ist ein Granatwerfer. Warum habe ich die nie benutzt? Nice! Warum habe ich die nie benutzt eigentlich? Können wir das mal einer sagen? Ja. Er schickt dich in die Hölle. Pass mal auf, jetzt machen wir wieder einen auf Scharfschütze. Gibt's hier noch was? Speichern. Los, 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 los! Wie die mal alle meinen Namen rufen? Ja! Verdammt, ich weiß, wie ich heiße! Verdammt, ich weiß es. Schmerzmittel! Ich weiß es nicht. Au! Speichern. Oh, ich bin voll reingesprungen in die Schrotflinte. Nein! Nein, nicht die schon wieder. Ey, das kann doch nicht sein, dass die hier jedes Mal die Sendung wiederholen. Stehen bleiben. What? Wo? Was? Was? Du Penner da, schön aus der Ecke. Oh mein Gott! Wo kommen die denn immer her? Speichern. Berichte über ein Feuer auf dem Punchinello-Anwesen in Westchester. Auf dem Anwesen lebt Angelo Punchinello, der mutmaßliche Kopf des Punchinello-Clans. Lebte. Nach Angaben der Polizei ist Max Payne entgegen früherer Aussagen noch am Leben und auf der Flucht. Mhm. Er setzt seine Vendetta gegen die Mafia fort, da dieser letzte Akt der Brandstiftung zugeordnet wird. Ich konnte mich nicht erinnern, irgendwelche Feuer gelegt zu haben, aber ich erinnerte mich an die Flammen. So, erstmal wieder auf den Granatwerfer wechseln. Oh. Oh. Alter. Ich bin schon wieder am Arsch. Ich hatte wieder so viel Schmerzmittel. Ja. Hey! Oh, damn! Spreche. Freunde, aber bis jetzt leben wir noch. Jetzt hatten sie mich erwischt. Verdammt! Schade, ich dachte, wir kommen hier so durch. Wo ist er?
Geh auf das Patschehändchen. Nein, komm! Na endlich! Ja, Schmerzmittel. Muss mal gucken, ob die auch noch welches haben. Nicht hin. Doch, ich komme dahin. Ich komme dahin. Ja. Speichern. So, aber wo komme ich jetzt raus? Hier oder was? Nee. Sehe ich denn da? Speichern. BB. Es ist Pain. Und wie er das ist. Und er ist verdammt sauer. Baby, wo versteckst du dich? Okay, das kam unerwartet. Sau geil, das ist so geil. Lass mal stecken, Junge. Von da, genau. Kann doch nicht sein, dass ich immer direkt in die Munition reinspringe. Warte, 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 warte. Noch nicht, noch nicht. Lass mal hier gucken. Schmerzmittel, Schmerzmittel. Du bist. Weißt du, ich hasse Leute, die sich weigern, das Unvermeidliche einzusehen, die sich weigern, ihren Verstand zu gebrauchen. Junge, du fliehst vor mir. Ja? Komm noch her, dann können wir drüber reden. Nein, ich muss das Richtige tun. Was ist er denn jetzt? Du, guck dir das an. Oh, das ist eine ganz blöde Stelle, wo ich hier gespeichert habe. Oh. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Verdammt. Ich muss sagen, für einen smarten Jungen bist du manchmal ganz schön dickköpfig. Ja,
Echt eine blöde Stelle. Echt eine blöde Stelle. Ah. Oh Mann. Das Ding ist, ich weiß halt auch... Aua, hat der mir die gerade... Das gibt's nicht. Das ist ja richtig blöd. Ich muss jetzt... Nein, oh nö. Ich muss jetzt... Wie mache ich das denn? Nee. Nee. Das ist... Boah, das ist ja richtig... Das ist ja richtig ungünstig. Speichern. Hey, jetzt komm. Wie ich das jedes Mal selber abkriege. Komm. Jetzt bin ich, stehe ich da fest. Ey, komm, ich stehe doch entfernt. Okay, das ist richtig ungünstig gerade, ohne Schmerzmittel. Hier sind bestimmt irgendwo welche versteckt. Ich habe gerade wirklich Schmerzen im Herzen, Freunde. Ich bin noch... Ich bin One-Hit für den. Ich darf nicht von dem getroffen werden. Ah, verdammt. Muss halt wirklich die ganze... Oh, damn. Nicht von dem getroffen werden, nicht einmal. Oh, hab ich vor Schreck nochmal geschossen. Ein Münzfernsprecher begann zu läuten. Ich hab's geschafft. Aber Freunde, so muss ein Bosskampf auch mal sein. Kann doch nicht sein, dass ich hier jedes Mal jeden sofort erledige. Ja? Max Payne? Wer auch immer Sie wollen. Hier spricht Alfred Wooden. Ich kann Ihnen den Namen Ihres Feindes verraten. Kommen Sie sofort zum Asgard-Gebäude. Wir erwarten Sie. Okay, Freunde. Puh. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Alles gut. Alles schick. Wooden wartete auf den Stufen des alten Gebäudes auf mich. Mr. Payne? Gehen wir hinein. Die anderen können nicht erwarten, anzufangen. Die anderen? Entgegen der gängigen Fehlinformation ist dieses Gebäude tatsächlich 2 Jahre älter als das Rathaus und damit das älteste noch in Gebrauch stehende städtische Gebäude hier am Fuße der Brooklyn Bridge. Was Sie nicht sagen. Der alte Mann führte mich durch eine dunkle, gewölbte Halle. Die Antworten, die ich suchte, zeichneten sich weit im Voraus ab. Mr. Payne, ich möchte Ihnen meine Mitarbeiter des, wie wir es nennen, inneren Kreises vorstellen. Sie haben wohl zu oft Akte X gesehen. Sie kennen die Akten über das Projekt Valhalla. Wir können die Lücken schließen und Sie mit den fehlenden Informationen versorgen. Wir waren alle an der Anfangsphase des Projekts während des Golfkriegs beteiligt. Kommen Sie auf den Punkt.
Wir würden diese Sache gern an die große Glocke hängen und sind jedoch die Hände gebunden. Ihr Name ist Nicole Horn. Sie war die Schlüsselfigur für das Projekt Valhalla. Als die Unterstützung gekürzt wurde, weigerte sie sich einfach aufzuhören. Sie wusste genau, was sie in ihren Händen hielt. Nicole Horn ist die Präsidentin der Aether Corporation. Sie kontrolliert mehr als die Hälfte der Stadt. Verdammt. Dies muss jedoch geheim bleiben. Wenn Sie damit an die Öffentlichkeit gehen, werden wir jegliche Kenntnis abstreiten. Wir wollen, dass Sie sie hochgehen lassen. Anschließend können wir sie beschützen und dafür sorgen, dass die Anklagen zurückgezogen werden. Das war das Stichwort für die Killer. Sie traten die Türen ein und schwärmten herein. Oh, nicht die schon wieder. Eine beeindruckende Vorstellung. Aber ich beschloss frühzeitig, den Saal zu verlassen. Ich fiel nur einen Stock durch die Stufe, Gott sei Dank. Speichern. Was ist denn der innere Kreis? Ist das sowas wie die Avengers oder was? Ey, wie cool, der jetzt aus dem Fenster gesprungen ist. Da kommen wir bestimmt rein. Was ist denn das hier? Hier geht eine Treppe hoch. Zu drei Fenstern? Okay. Dann nichts wie rein da. Schmerzmittel. Speichern. Okay, Freunde, aber ich würde sagen, bevor wir uns da jetzt reinstürzen, beenden wir hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.